aller Unterschiedlichkeit des Herangehens und der Thematik, wie auch der Positionsdarstellungen, kann man doch konstatieren, dass eine wirkliche Einmütigkeit besteht, darüber nach vorn zu gehen und selbst beizutragen zum Prozess der Erneuerung im Lande und zum Prozess der Erneuerung der Partei selbst. So könnte man vielleicht sagen, hat mit dieser Beratung ein bedeutsames Zeichen gesetzt für den Anspruch auf Führungsautorität innerhalb unserer Partei. Eine Autorität, wie sie dem Zentralkomitee einfach zukommt. Die Breite der Themen war sehr groß. Auch die Prüfung, Sondierung, Beschreibung von Schwierigkeiten. Ist das Ziel gesetzt, die aktuelle Lage in der Partei und im Lande einzuschätzen, die Aufgaben der weiteren Vorbereitung des 12. Parteitags der SED zu beraten und Veränderungen in der Zusammensetzung des Zentralkomitees zu beschließen. Eines Sonderparteitages laut Statut eine besondere Frist voraussetzt, also von 2 Monaten. Die Wahl zur Verlängerung erfolgt auf Kreisdelegiertenkonferenzen bis zum 3. Dezember. Wir glauben doch, dass den Delegiertenschlüssel für die Kreisdelegiertenkonferenzen gegen die Kreise, dass es notwendig ist. Die Delegierten zu den Kreisdelegiertenkonferenzen werden durch Mitgliederversammlung bzw. Delegiertenkonferenzen der Grundorganisationen der Parteikonferenz bis zum 26. November gewählt. Zur Erörterung und zur Entscheidung über die Fragen, die ich Ihnen genannt habe. Organisationen mit einer Stärke von 750 und mehr Mitgliedern und Kandidaten nicht länger hinauszuschieben. Haben die Möglichkeit, Ihre Delegierten entsprechend Delegiertenschlüssel direkt zur Parteikonferenz zu geben. Der Gründe, die zu den heutigen Schwierigkeiten der Partei geführt haben, die zu ihrer fehlerhaften Politik geführt hat, eben ein Fehler war, nämlich
große Bedeutung des 1985 deshalb eingeleiteten Prozesses der Umgestaltung verkannt zu haben. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt. Also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte? Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorlieben und Voraussetzungen, Reiseanlässe und Vermittlungen heute schon die Genehmigung werden vorbereitet. Sie müsste eigentlich Ihr Besitz sein. Stellen wir ausreisen können, stehen wir alle Grenzübergänge der DDR zu gewähren, der Kreisämter einer DDR sind angewiesen. Visa zur ständigen Ausreise, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Die Presseabteilung des Ministeriums hat der Minister in Kraft treten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer. Also doch noch über ständige Ausreise können wir alle Grenzübergänge stellen der DDR zur BRD bzw. Berlin-West. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ich werde darauf aufmerksam, dass es 19 Uhr ist. Das ist die letzte Frage. Ja. Haben Sie Verständnis dafür?